Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon, da Kanto. Wir müssen jetzt Federn holen, deshalb müssen wir irgendwo Hühner finden, um in die Mistcraft-Welten zu gelangen. Mal schauen, was wir dann alles noch brauchen. Wow, ein Helikopter. Ja, wir werden einfach mal hier hochgehen, Richtung Pokémon Center. Und ja, dann auch Pokémon angreifen, die vielleicht Federn fallen lassen. Aber ja, es ist viel besser, als ewig lange zu brauchen wie im alten Projekt. Von diesem Jahr oder vom letzten Jahr noch ein bisschen. Weil damals waren auch Mods nicht so gut eingestellt, dass es. Ja, es hat einfach nicht so viel Spaß gemacht wie jetzt. Jetzt macht es mir richtig viel Spaß. Aber es geht halt auch wegen vielen Mods nicht so schnell vorwärts, wie ich denke. Also, ja. Das Problem ist eher, ich möchte schon bauen. Aber jetzt müssen wir zuerst Rohstoffe bekommen. Und danach, ja, auch noch alles so. Ja. Ihr wisst ja, wir müssen Gegenstände wirklich im Inventar haben und so. Das ist eine Vorbereitung. Das ist ein bisschen hardcoreiger als natürlich nur Vanilla, dass jetzt nicht so viele Blöcke gibt. Dass wir da irgendwie, ja, uns auch managen. Also ich zwischen den Parts auch immer wieder die Truhen mit Itemswillen, die wir brauchen im Part und so weiter. Vor allem im Livestream und dann auch irgendwie vorbereiten. Will eigentlich so viel wie möglich zeigen können. Nur ich finde keine Hühner. Das ist eigentlich ein großes Problem, dass wir nicht beugen können. Und keine Hühner finden, können wir keine Federn bekommen. Wieso gehe ich jetzt eigentlich in die Savanne? Aber wir gehen einfach jetzt woanders hin. Gut. Bisschen mehr erkunden. Krebskorps. Ja, Kaktus nehmen wir mit. Macht Pokémon Schaden. Das müssen wir mitnehmen. Ja, am Strand hat es leider auch keine Hühner. Ja gut. Schön. Kann ich auch nichts machen. Aber schaut, wie alles schön aussieht. Ich bin so total motiviert. Ein Trainer, der aussieht wie ein Schmied. Jo, grüne Wolle brauchen wir, also grüne Wolle. Ja, einfach der Farbstoff grün brauchen wir natürlich. Jo, dann schwimmen wir kurz hier rüber. Da haben wir noch einen Donnerstein. Ne, einen Wasserstein, aber mit gelber Blume vor dran. Alge, oder wie sagt man eigentlich Blumen und Wasser? Eigentlich immer Algen, oder? Seeblumen? Meerblumen. Ja, es gibt halt sehr wenig, also das ist eher hier im Pixelmod, also mit Pflanzenmod, Meer und Wasser. So. Okay. Ein getarnter Kaktus. Ja, Hühner, hä? Schweine. Wenn man Hühner braucht, sind sie nie da, sonst sind sie eigentlich immer am Gackern. Immer direkt in der Nähe, wenn man sie nicht braucht. Ja. Die Axt ist zu schwach. Die Axt ist zu schwach. Deshalb habe ich immer. Oh, nicht zwei machen. Mann, diese Lecks. Deshalb habe ich eigentlich immer diese Sachen zum. Also die Rohstoffe für neue Sachen in der Hand. Im Inventar. Dann lassen wir hier mal eine Werkbank und die andere nehmen wir mit. So, weil wir hier jetzt ganz normale Akazien haben, scheinbar. Genau. Ist das auch sehr gut? Nein, es ist Kokumba. Okay.
Was ist Kokumbe? Gurken? Kokumbe ist doch Gurke. Ist ein Gurkenbaum? Ein Baum, der Gurken trägt? Scheinbar nicht. Aber einfach. Oh ja, Pionskora. Das war auch einer meiner favorisierten Pokémon, glaube ich, in der dritten oder vierten Gen. Ich muss mal wieder Bloody Platin spielen. Das ist so ein guter Hack, weil er einfach viel schwerer ist. Ich brauche ein schwereres Game. Wenn ich Pokémon spiele auf einem Originalspiel, dann ist es für mich immer zu leicht. Viel zu leicht. Und ja. Deshalb spiele ich gerne so richtig Hardcore-Mods wie Bloody Platin oder ja, so Kaizo-Pokémon-Mods. Hacks. Könnt ihr mir vorstellen, oder? Wie ich leiden muss bei Pokémon. Pokémon ist für mich wie leiden. Nein. Aber ja, ihr wisst ja, ich spiele nicht gerne Kinderspiele, weil sie auch zu leicht sind oder einfach auch ein bisschen nervig sind, je nachdem, weil sie halt einfach nicht mein Geschmack sind, so kindliche Spiele. Wow. Super. Das ist mal ein Einblick. Schlucht. Okay. Machen wir einfach weiß. Sehr gut. Aber so Sachen markiere ich lieber mehr und lösche sie dann einfach als auf Sicht weiter. Also die Sicht mache ich dann einfach weg. So, immer noch keine Hühner gefunden. Mist, Mist, Mist. Aber jetzt leckt's nicht mehr. In diesem Part hat es eigentlich kaum geleckt. Das sind einfach diese Generationen, die einfach zu mächtig sind. Ah, endlich Hühner, hey. Gott, oh Gott, oh Gott. Können die nicht Eier legen? So. Leider keine Eier. Ich bräuchte noch Eier. Also, was ist das jetzt? Ja. Scheinbar einfach für Leute, die gerne anderen herausfordern. Ein Levelplatz sozusagen. Okay. Wir gehen gleich dann noch zu dem einen Ort, was ich jetzt gar nicht im Kopf habe, was es war. So. Pokémon ist eigentlich schon geheilt, aber wir machen das nochmal. Weil eventuell hat's, ja. Ist es einfach Schwäche durch irgendwas AP verloren oder sonst irgendwas. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Okay, ein Dorf mit wenig. Ah, dieses Holz möchte ich gerne verbauen. Chocobolo-Holzblätter. Gibt es irgendwie ein Setting von Chocobolo-Holz? Baut eure Sachen doch an. Unglaublich, wie die die gespawnt werden. Europäische Lärche, japanische Blüten, Kirsche, Paduk, nicht brennende Kerze, das andere lasse ich hier drin. So, aber wir müssen dann auch wieder zurückkommen. Ah ja, ein Baum war es, stimmt. Der rote Ahornbaum da. Müssen wir noch mitnehmen. Irgendwo war. Sehr gut. Legen wir aber ein paar Sachen raus. Ablegen. Ja, mehr müssen wir. Oder doch, ich würde schon noch ein bisschen mehr ablegen. Gerne Switchgrass. Ja, Strawberries. Ja, Strawberries nehme ich lieber mit.
So. Komm vorwärts. Gleich mal schauen, was es ist. Japanes Emperor Orc. Okay. Königs Ahorn. Nein, Königs Buche. Ja. Okay. Königreichsbuche. Ein Emperor ist Kaiserreich, oder? Das ist Emperor. Das habe ich in einem anderen Game schon. Ding, was Emperor. Können wir gleich mal kurz nachschauen. Ja, Kaiser. Emperor ist der Kaiser. Gut. So. Ich möchte die gerne noch mitnehmen. Noch ein paar Kühe killen. Wir brauchen sehr viel Leder, Hacken müssen wir. Dafür müssen die Leider sterben. Aber wir spawnen sowieso überall in der Welt wieder. Das sind ja immer die gleichen Kühe. Sehen immer gleich aus. Deshalb. Die spawnen einfach gleich wieder. Ich dachte, es wäre noch irgendwo eine Kuh. Ist die gewesen? Oh, Megapony. Ich will so eins reiten. Bitte fangt es für mich. So ein Ponyta möchte ich reiten. Hallo. Ach, wie süß. Man kann sogar reinschauen ins Maul. Volles Pfund aus dem Maul. Nicht so viel Leder. Das droppt. Aber oh, gut. Mann, dieser Luxus und ich verwöhne mich schon wieder sehr. Prima, dass wir aber hier so viele Kühe finden. Das spawnen irgendwie dadurch, dass wir keine Monster haben in der Nähe. So viele Tiere, oder? Hat das irgendwie keinen Einfluss? Aber haben wir einfach Glück? Vielleicht ist es auch mal nur neu. Dich möchte ich eigentlich kriegen. Könnte. Ja, die Spirits, ich weiß nicht, was man mit denen machen muss. Werden wir dann sehen. Wir werden alles ausprobieren. Oder wenn ich auch Hilfe bekomme. Schon wieder Kukum. Hm. Wie viele Pokémon Center einfach hier spawnen. Unglaublich. Drei Pokémon Center in der Nähe. Wow. Okay, ja, genau in diese Pyramiden wollten wir noch gehen. Aber jetzt müssen wir direkt mal kurz heim. Sind wir immer voll mit Inventar. Genau, also wir haben jetzt Bäume, die glaube ich jetzt ziemlich wachsen. Dann tun wir eine Weide machen und Kühe einfangen und eigentlich brauchen wir jetzt keine Kühe mehr. Wir haben 12 Leder. Machen wir das mal nicht. Wir machen jetzt einfach mal mit Mistcraft weiter. Genau. So. Noch ein bisschen rennen. Dann sind wir dann zu Hause. Es lohnt sich immer schön vorwärts zu machen. Aber wir müssen uns öfters teleportieren wahrscheinlich. Also das ist einfach immer zu lange zum Laufen. Aus. Ja, genau. Das kommt mir wieder bekannt vor. Ja. Bisschen müde geworden oder immer noch müde, ja. Aber gut. Das ist doch ein Baum, der noch... Nein, das ist Olivia. Okay. Hm. Überall Löcher. So.
Cool. Ah, hier sind schon viele Bäume gewachsen. Cool. Genau, das ist die Starterkiste. Und hier sind wir zu Hause. Ja, einen Garten möchte ich schon noch gerne machen mit so verschiedenen Pflanzen, die einfach Rohstoff geben. Also zum Beispiel die, wo sind sie? Flachsamen möchte ich gerne anpflanzen. Was könnten wir eigentlich in diesem Part noch machen? Also, Kokumbe muss ich jetzt mal nicht anpflanzen, die auch nicht. Paduk und Emperor pflanze ich mal an. Mach ich doch mal alles. So, Karzenholzbretter, einen Ofen, Zuckerrohr. Also in den Ofen kommt der Sand. Und ja, Rosen kann ich gar nicht. Dill. Strawberries noch reintun. Also ich möchte gerne den Paduk hier pflanzen. Und die Emperor Oaks hier. Sachen weg. Wow, Summer Asprudel. Wow. So groß wie Dinosauriervögel. Pterotolopsyx. Weiß nicht. Ja, die Büsche noch anpflanzen. Haben wir irgendwo auch andere Büsche? Nö. Büsche waren hier, genau. Haben wir noch gelbe? Irgendwo haben wir gelbe gesehen. Das ist meine Stimme, weg. Asthma, Asthma, nervt so groß. Allergisches Asthma, so doof. Ich frag mich, was das ist. So. Also eine Wasserquelle. Also wenn wir Behälter in der Nähe von der Blume, die wir gepflanzt haben, setzen, dann wachsen auch, also echt was in der Nähe. Das sind die Behälter. Okay, so, wir brauchen ja wieder Glasflaschen. Dann brauchen wir Feder und wir brauchen Holz. So, Schreibtisch wäre da. Jetzt brauchen wir hier Tintenmischer, Stein. Eisen haben wir. Buchstände können wir noch machen. Ja, machen wir drei. Einen können wir gleich mal schon hinstellen. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo ich die hinstellen soll. Ich mache einfach die Welten immer hier. So. Machen wir mal zwei hin und einen nehmen wir mit in einer der ersten Welten. Dann mache ich einfach mal hier schon mal das Ding auf. Ja, so genau weiß ich nicht, wie man das nochmal macht. Das ist halt alles ein bisschen verstehen. Aquaknall haben wir. Sehr gut.
Also mit Level 6 Sakko Knarr, das ist schon sehr praktisch. Aber Akko Knarr ist nicht physisch. Das ist ein Problem, dass wir, ja. Das momentan einfach noch erdulden müssen. So, Tintenmische. Und jetzt der da. Und eigentlich sonst nichts mehr, oder? Machen wir noch einen Schreibtischrücken, Rahmen, ja. Nein, nicht so. Ach je. Leder! Wo bist du, Leder? Und was brauchen wir noch? Zuckerrohr. Und die Pflanzen. Ja, Zuckerrohr pflanzen wir jetzt mal zuerst an. Ach komm jetzt. Diese sensible Steuerung. noch kurz schauen. So, mehr pflanzen wir jetzt noch nicht an. Weil wir brauchen jetzt noch Papier. Okay. Das ist ein Bug. Okay, jetzt geht's wieder. Ah, die Leertaste war gedrückt geblieben. So, eben den Papier, den Rücken. Muss ich nochmal kurz nachschauen. Rahmen, nein, nicht Rahmen. So, dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Ja, okay, sieht nicht so schön aus, aber gut. Oh je. Ist halt einfach nicht mein Geschmack, so altes Zeugs. Sieht nicht mehr so mittelalterlich aus, aber sieht auch nicht moderne aus. Ja, so Barockzeit. Okay. Jetzt müssen wir einfach wissen, wie man die Sachen macht. Müssen wir ein bisschen ausprobieren. Ja, aber so vor allem nicht, weil wir etwas vergessen haben. Ja, wir müssen nochmals Tintenfische fangen. Oh je, oh je. Natürlich, natürlich. Und das schön in der Nacht. So, ist ja ziemlich einfach. Aber, ja. Was kommt denn überall rein? Ja, auch wieder Tinte wahrscheinlich. Ist ja klar. Also schön in der Nacht nochmal ein paar Tintenfische holen, farmen. Ich hätte gerne wirklich Tintenfische, die nicht im Meer schwimmen, sondern in einem Fluss oder so. Ich drücke wieder alle Knöpfe und weiß nicht, welchen, ob ich wirklich drücken soll. Wir gehen mal zu diesem See hier rechts. Weil sonst bekommen wir nie Tintenfische. Und fangen noch, also tun noch ein paar Pokémon besiegen. Gleich direkt finden, fangen. Aber was brauchen wir jetzt für Pokémon? Ich möchte gerne einen Feuertyp haben, einen Elektrotyp. Und ein Pflanzentyp. Und ja, so langsam auch die Käfer fangen für das erste Dorf. Hier sind leider keine. 18.
Lieber nicht. Spawnen irgendwie gerade keine Tintenfische, aber die kann ich fangen hier. Die sind nicht so tief, also die können nicht so tief fallen, die Gegenstände. Ja, es muss endlich mal bei 1.15 ankommen, das Pixelmod. Ne, es ist besser, wenn 1.12 bleibt, wegen Custom Embassy. Ich brauche das einfach in Pixelmod. Diesen Mod brauche ich. Außer der wird natürlich auch 1.15 oder 1.14. Auf jeden Fall einfach das Items nach oben treiben, mit Wasser brauche ich ja auch. Sieht so geil aus mit dem Lichter. Einfach nur episch. Ja. Ich freue mich auf weitere Parts. Die sind despawned, oder? Hä? Wieso despawned die vor mir? Habe ich zu viele Ressourcen verbraucht. Aber die Carpenter brauchen wahrscheinlich 100-mal mehr Ressourcen. Ich verstehe das manchmal nicht, wieso die despawnen vor dem Spiel. Ja, okay, jetzt sind's genug. Jetzt sind's langsam genug. Da ist wieder ein. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe auch das Gefühl, das Wasser sieht mega schön aus in diesem Texturepack. Es macht einfach viel Spaß, durchs Wasser zu schwimmen und zu schauen. So, unter Wasser ist, weil man endlich auch sieht unter Wasser die verschiedenen Lichter. Okay. Hab kein Einsammelgeräusch gehört. Okay, da vorne hätten wir noch einen. Dann reicht es, glaube ich, schon bald. Endlich mal Ressourcen in einem Pixelmon-Spiel. Es muss wirklich da besser gemanagt werden, dass man mehr Drops bekommt von Pokémons. Und dann würde ich auch ohne Tier wieder Pokémon spielen. Aber so ist es einfach viel praktischer. Wir haben ja ein Pokémon-Projekt und nicht ein Minecraft. Oh, ich habe keine Items-Projekt. Was? Keine gedroppt jetzt? Ich habe immer noch neun. Ist hier noch ein? Bitte irgendwo eine oder ne? Ja, die spawnen sehr viel zu wenig und Kühe zu viel. Hä? Schade, zu viele Carpador. Na gut. Schade, haben wir nur neun gefunden. Aber wenn es dann wieder Tag ist, dann spawnen, glaube ich, wieder mehr. Aber du musst noch wachsen. So wächst du nicht. Ja, sollst du eigentlich bald wachsen. Braucht einfach länger scheinbar. So. Im nächsten Part geht's weiter. Wir bauen aber noch die Ampullen. Sehr gut. Tschüss.